Wasser ist ihr Element. Vor 22 Jahren erblickt Canan Selina Weber von den Wasserfreunden Spandau 04 das Licht der Welt. Aufgewachsen ist sie in Berlin, lebte viele Jahre in Brandenburg und wohnt mittlerweile wieder in der Hauptstadt. Wie sehr sich Canan mit dem Wasser verbunden fühlt, zeigt auch ihr Lieblingsplatz neben dem Becken, die Spandauer Havelpromenade. Hier verbringt sie fast jede freie Minute, um vom Alltag abzuschalten und neue Energie zu tanken. Denn Sport und Studium unter einen Hut zu bringen, kann mitunter sehr schwierig sein. Mit dem richtigen Engagement funktioniert es. Und mal mehr, mal weniger. Man ist mal gestresst, man ist mal ausgelaugt. Aber im Großen und Ganzen versucht man, sich zeitmanagementmäßig einfach auf alles zu konzentrieren. Und dann funktioniert es schon. Ursprünglich beginnt die Geschichte der Medizinstudentin auf dem Startblock. Aber Jahre später schlägt Weber einen neuen Weg ein, entdeckt Wasserball für sich und bleibt damit ihrem Element treu. Ich bin immer ein Kopfmensch gewesen und dann irgendwann hat sich die Leistung im Wettkampf nicht mit der im Training wiedergespiegelt und das war dann schwer mental für mich, wenn man die Leistung einfach nicht mehr so erbringen kann. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, mit dem Schwimmen aufzuhören und dann Wasserball anzufangen, weil die Mannschaft gegründet wurde und ich es einfach ausprobieren wollte. Und sie hat Talent. So großes, dass Canan mit den Wasserfreundinnen bereits deutsche Meisterin, Pokalsiegerin sowie Supercup-Siegerin ist und vom Deutschen Schwimmverband zu Lehrgängen eingeladen wird. Diese erstaunlichen Meilensteine bescheren nicht nur ihr Wille und Durchsetzungsvermögen, sondern auch hartes Training. Jedes Wochenende stellt sie gemeinsam mit den Berlinerinnen in der Wasserballliga ihre Stärken unter Beweis. So auch im Ostduell gegen den SC Chemnitz 1892, welchen die Spandauerinnen mit 22:8 besiegen. Mit 4 Treffern reiht sich Canan Weber in die Torschützenliste ein. Wir waren konzentrierter, haben mehr miteinander gesprochen, haben bessere Pässe gespielt, sind die Konter dann geschwommen, weil man auch merkt, dass wir konditionell dann schneller sind und besser sind. Die Wasserfreundinnen Spandau 04 haben mit Canan Weber ein richtiges Ass im Ärmel, um die deutsche Meisterschaft in dieser Saison für sich zu entscheiden. Schließlich ist Wasser ihr Element.